Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Autoriders. Ja, hat ja in der letzten Folge gut geklappt mit Ein- und Ausblinden. Das ist halt das Problem, wenn man keinen zweiten Monitor hat, wo man alles nochmal gegenchecken kann. Ich muss mal gucken, ob es da irgendeine Lösung für gibt in den Einstellungen oder was auch immer, dass ich meinen zweiten Monitor wieder anstecken kann hier im Spiel. Aber auf die Gefahr hinauf, den angesteckt zu lassen und dass das Spiel dann einfach wieder rüber wechselt, das ist noch beschissener. Weil das gerade mitten im Kampf ist das einfach absolut der Abfuck, wenn auf einmal der Monitor wechselt. Deswegen lassen wir es jetzt erstmal so. Die Folge müsste es dann jetzt wieder passen. Aber ich wollte euch die Folge jetzt auch nicht vorenthalten. Ich hatte es ja schon in den Kommentaren reingeschrieben. Nur wegen diesem kleinen Versehen. Meine Herren, am Ende haben wir ja trotzdem alles mitgekriegt. Und gehört habt ihr mich auch. So, genug gequatscht. Wir machen jetzt einmal Schnellreise. Und zwar hier zur Gebirgsseilbrücke und dann weiter hier hinter. Und dann schauen wir mal, ob wir rausfinden, was es mit den Stimmen auf sich hat. Munition ist voll. Navi sagt hier lang. In 10 Metern rechts abbiegen. Ich wollte das noch schnell laufen lassen, bevor wir hier ins nächste Gebiet wechseln, weil dann wäre der Dialog definitiv wieder abgebrochen. Es ist manchmal komisch im Spiel, das hat aber selber nichts mit der Aufnahme zu tun, dass die Stimmen einfach verdammt leise sind. Manchmal sind sie ganz normal, manchmal sind sie ganz leise. Nicht da! Nein, nicht! Tut das nicht! Ich suche nur meinen Freund! Er gehört jetzt hierher! Wie wir alle! Heute heißt der Sturm einen Abtrünnigen liebevoll willkommen! Hör doch nicht auf dieses verdammte Arschloch! Die Anomalie ist kein Gott! Nur elektromagnetisches Planetenzeug! Nichts als Scheißwissenschaft! Wissenschaft kann deine Seele nicht retten! Ich hab genug gehört. Auf deinen Schwachsinn wird niemand mehr reinfallen. Ja, also hier gibt es natürlich auch Verrückte. Natürlich beten die Anomalie als Gott an. Sekten bilden sich halt auch einfach überall, ne? Egal auf welchem Planeten. Aber die haben da gerade einen Kumpel aus dem Lager runtergestoßen. Und dafür müssen wir die natürlich rächen. Wo kommt er denn her? Er sah schon ein bisschen gruselig aus mit seinen 4 Gesichtern. Ich hätte ganz gerne wieder ein bisschen Deckung, wenn das möglich wäre. Ach du Scheiße, wir sind gleich tot. Shit, shit, shit. Heilung, Heilung, Heilung. Ah, shit. Nein, wir sind gleich tot. Wir sind tot. Ach, Mist. Alter Schwede, das ging jetzt aber auch schnell. Wir hatten halt auch keine Deckung mehr hier hinten. Ah, und wieder Weltstufe verloren. Aber ich glaube, diesmal war es nicht ganz so viel. Wir können hier nicht wirklich nach hinten brechen. Die kamen so schnell hier hintergerannt. Ja, schaffe ich nicht mehr.
Auf jeden Fall gucken, dass wir die hier ein bisschen schneller ausschalten. Hier kommt gar nicht erst hier hinter, aber der eine hält halt auch viel aus, ne? Ja, der Vorbote. Der Anomalie. Alter Schwede, die zerren aber halt auch heftigst rein. Sind schon wieder gleich tot. Gibt's doch nicht. Aber was soll ich gegen den machen? Könnten bloß nochmal Stellung wechseln, dann haben wir halt den Sniper am Rücken. Shit, 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 shit. Au, au, au. Ah, nein, duck dich doch. Ach. Zweimal hintereinander gewiped. Geil. Aber jetzt kostet's gerade kaum Weltstufe. Gute Frage, warum? Ja, wir probieren es jetzt nochmal. Wenn wir nochmal sterben, müssen wir halt doch wieder eine Weltstufe runter. Aber dieser Vorbotentyp, der ist halt echt heftigst, ne? Eigentlich müssten wir gucken, dass wir schnell den Sniper ausschalten, dass wir wirklich nur noch ihn als Gegner haben. Dass wir ja einmal komplett Stellungswechsel nach da hinten machen, sobald der kommt. Ja, ohne Deckung haben wir echt keine Chance gegen den Typen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal alle anderen ausschalten und das so schnell wie möglich, weil jetzt kommt er nämlich schon wieder hier vor. Alter Schwede. Was ist denn sein scheiß Problem? Nein, wir müssen hier weg. Schnell Heilung. Den Typen vernichten. Jetzt haben wir halt den Sniper immer noch im Rücken, aber duck dich doch. Geil, Spieler kennt nicht, dass das eine Deckung ist. Mega. Macht sich richtig praktisch. Und gegen so einen Typen hier kämpft. Wir müssen den da oben ausschalten, ganz schnell. Mist. Komm raus. Na komm, wir haben doch fast. Ein Millimeter. Ne, er ist tot. Gut, jetzt haben wir nur noch ihn. Ach man, der erkennt das alles nicht als Deckung hier. Das ist echt ein bisschen Mist. Heilung, 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 Heilung. Macht wieder irgendwas. Ah, nein. Es drückt uns weg. Komm schon. Wir haben ihn fast. Diesmal schaffen wir es. Jetzt hat er uns teleportiert. Geil. Okay. Wow, das war echt gar nicht mal so einfach. Sorry für das zweimal Sterben, aber wir sind gerade eigentlich die ganzen Folgen davor echt gut durchgekommen. Rechnet man nicht damit, dass auf einmal so ein Sprung vom Härtegrad kommt. Gut, wir haben ihn. Dafür müsste es aber doch mal eine Kiste geben, oder? Das ist plus Munition. Natürlich nicht. Weiß gar nicht, was er für Loot fallen gelassen hat, aber ich glaube, was richtig Gutes war nicht dabei, oder? Waffentechnisch können wir nochmal eben schauen. Entschuldigung. Ah, ist stärker, aber ich finde, lila ist halt schon geil. Wir haben Heilung erhalten, Rüstungsdurchschlag hier drauf. Wir haben aber Lebensentzug, zwar nicht ganz so hoch, aber Schüsse machen Verbrennungseffekt. Und mit diesem 50% ist auch noch ziemlich cool. Weiß nicht, ob wir das Gewehr dagegen mal tauschen, aber hier haben wir... Ja, wir machen das mal. Richtiges Scharfschützengewehr war es ja eh nicht. Ich habe damit immer nur einen Schuss. Das ist wirklich ein richtiges Gewehr. Okay, na gut. Wir öffnen das Teil hier mal. Aber wir müssen den Anführer noch erlegen. Und wenn sein Vorbote gerade schon so heftig unterwegs war. Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt Weltstufe verloren haben. Oder ob es wirklich nur so ganz, ganz wenig war. Lasst uns mal eben schnell gucken, weil die 7 habe ich ja noch nicht freigeschalten. Nö. Können hier mal noch die Belohnung abholen. Alle anderen Belohnungen haben wir. Ein Scharfschützengewehr. Repetiergewehr Standard, aber... Wow, holla. 604. Mit richtigen. Ja, jetzt haben wir doch was Ordentliches. Hier scheint noch alles ruhig zu sein, aber ich glaube hier drin... Ja, ich sage ich doch.
wieder keine Deckung, ne? Hinter den Zelten können wir uns nicht verstecken. Nee, also wir müssen hier vorne an das Ding ran. Wir haben uns aber noch nicht mitbekommen. Wow, One-Shot. Nochmal. Okay, das Teil gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Ja, mit dem Verbrennungseffekt die Waffe behalten wir erstmal. Wie gesagt, ist halt auch lila. Wir könnten auch noch beim Doktor anfangen, die Fähigkeiten zu verändern, die drauf sind. Also eine kann man verändern. Das müssen wir uns dann demnächst auch mal anschauen, weil passiert jetzt doch schon öfter, dass wir mal sterben. Es wird auch nicht leichter. Also müssen wir doch mal anfangen, ein bisschen uns mehr auf den Loot zu konzentrieren, dass wir hier ordentlich ausgerüstet in die Mission starten. Den da hinten. Zwei Leben noch. Wir laden erstmal kurz nach. Wir geben uns weiter nach vorn. Wo sind sie denn? Da ist er. Na, wo guckst du gleich raus? Ey, das war doch Kopftreffer. Was ist hier los? Ja, das war schlecht. Das gebe ich zu. Und wir haben es. Was haben sie hier? Kleines Grillerchen gemacht. Kistentechnisch ist aber nichts weiter am Start. Aber gegnertechnisch dafür. Können uns auch hier nicht anlehnen. Also das finde ich ein bisschen doof. Hatte ich bisher noch gar nicht im Spiel, dass mich dass da irgendwelche Punkte gab, an die wir uns nicht in Deckung begeben konnten. Aber hier gerade umso mehr. Ach, den sieht man kaum. Jetzt. Ach, da drüben war. Na, guck raus. Den treffen wir nicht. Nee, der will nicht. Der dafür aber. Ach. Zu schlecht. Das funktioniert eigentlich ganz gut mit Triggern. Und jetzt lebt nur noch einer. Kiste gab es ja auch nicht mehr. Ja, so viel zum Thema, es lebt nur noch einer, wenn man sich mal die Karte anschaut. Jetzt zum Beispiel ist die Stimme komplett leise, also ich höre sie fast gar nicht. Ach, komm schon. Zu spät. Die Anomalie und ich sind schon ganz dicke. Kann's nicht empfehlen. Da hat er recht. Wer will zuerst? Wer hat noch nicht? Oder wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Du? Da kam noch einer. Na? Er traut sich gar nicht mehr. Unten war noch ein Kopf, aber das dauert mir zu lange. Ach Mist, jetzt kommt ja auch noch ein Boss. Na, ja, spring genau rüber. Natürlich, wenn ich in die andere Richtung schaue und nach vorne drücke, spring halt einfach in die falsche Richtung. Der Boss kommt wahrscheinlich wieder komplett vorgeprescht. Ich glaube, da können wir hiermit doch bestimmt gut was ausrichten. Junge. Und das Ding nochmal die Feuerkugeln rein. Shit.
Ja, doch. Kopftreffer waren es jetzt nicht unbedingt, aber... Wir haben ihn gleich. Ach, komm schon. Sag mal. Scheiße, Sniper noch. Der hat zum Glück nicht geschossen. Na? Er krümmt sich vor Verbrennung, aber es ist uns gerade nicht zunutze. Jetzt aber. Ach. Renn doch nicht weg. Das war verdammt knapp. Na gut. Wir stürmen. Es sind ja nicht mehr viele. Hoffentlich. Das muss ich auch noch umstellen, dass er sich dann immer wegrollt. Passiert halt mit Doppeldruck, also Doppeltaste drücken. Und das passiert aber halt auch im Kampf mal, dass man mal schnell rechts und links drückt und dann kommt halt sowas bei raus. Aber ja, alles Kleinigkeiten. Kriegen wir alles noch gelöst. Die Munition da unten. Ja, ich würde die mal noch einsammeln. Bin mir nicht sicher. Na gut, ich vertraue drauf, es wird eine Munitionskiste kommen. Wenn nicht, dann ärgere ich mich mein Leben lang jetzt drüber. Ach, schon wieder ganz beschissene Deckung hier. Nur das kleine Stück. Sind gerade alle am Beten. Eiferer. Alle gepanzert. Kultist. Sehe sehr, sehr viele auf der Karte. Da hinten ist noch einer. Naja, wir hauen uns mal die Pestkugeln rein. Ach, ich sage immer Pestkugeln. Es tut mir leid. Feuerkugeln natürlich. Oh, die gepanzerten halten doch einen Ticken mehr aus, aber es geht. Mit Feuerkugeln plus Scharfschützengewehr ist eigentlich eine ziemlich geile Kombo. Heilendes Licht, na geil. Heil dich doch nicht. Aura der Opferung. Uah. Jetzt sind wir halt aus der guten Deckung raus und haben ihn hier komplett auf Nahkampf. Könnte ich mir schönere Sachen vorstellen, ehrlich gesagt. Aber wir haben zum Glück alle Fähigkeiten gerade. Eine Fresse hält der Vieh. Oh Gott, wir sind gleich tot. Nein. Es darf nicht passieren, es darf nicht passieren, es darf nicht passieren. Stirb, stirb. Gut, wir haben ihn und Deckung. Wow, das war eine knappe Geschichte. Triff doch. Au. Komm raus. Put, 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 put. Wir haben es abgeschlossen. Steht auf. Seid ihr. Na, macht schon, raus hier. Wir haben es geschafft. Ich sollte Captain Dunham die frohe Kunde überbringen. Wir haben die Vermissten gerettet. Wir wissen, wer die Stimme war. Und wir haben diesen ganzen Kult hier einmal ausgerottet. Wir schauen natürlich nochmal schnell, ob es hier Kisten gab. Hier was zum Abbauen? Ja. ...148 Eisen. Ich habe wahrscheinlich schon über 5000 übersehen in den ganzen Folgen. Aber so bin ich halt. Hier hinten auch noch. Weil hier gibt es wirklich eine ganze Menge davon. Ja, damit haben wir die Nebenquest auch gemacht. Ich glaube, es war erstmal die letzte. Zumindest habe ich keine weitere gesehen. Und dann könnten wir uns in der nächsten Folge... Hier ist der Schnellreisepunkt...
in der nächsten Folge auf jeden Fall auf den Weg in den Wald machen. Ich muss sagen, ich finde die Story bisher richtig gut. Einfach generell so neuen Planeten erkunden, eine Anomalie, dann 30 Jahre im Kälteschlaf verbracht, man wird wach und der ganze Planet ist eine reinste Hölle. Auch so die verschiedenen Gebiete und wie es alles grafisch dargestellt ist, sehr, sehr feine Sache. Ja, dann reisen wir jetzt gleich zurück, geben der Captain Dunham Bericht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.